In diesem Video zeigen wir, wie die Satzgliedanalyse nach der Valenzgrammatik funktioniert. In den Videos 3a und 3b haben wir euch erklärt, was Valenz bedeutet und wie man herausfindet, ob eine Ergänzung oder Angabe vorliegt. Bei der Satzgliedanalyse werden den Satzgliedern nun ihre Funktionen zugewiesen. Bei der Valenzgrammatik werden Nominativergänzung, Akkusativergänzung, Dativergänzung, Genitivergänzung, Präpositionalergänzung, Prädikativergänzung und Angaben unterschieden. Wie können wir nun herausfinden, welche Funktion ein Satzglied hat? Wir bestimmen zunächst das Prädikat des Satzes. Nun führen wir die Proben zur Bestimmung von Ergänzungen und Angaben durch. Die Nominativergänzung, Akkusativergänzung, Dativergänzung und Genitivergänzung können wie zuvor durch die Maskulinprobe bestimmt werden. Prädikativergänzungen kommen meist mit einem Kopularverb oder Konjunktion bzw. präpositionaler Fügung vor. Die Präpositionalergänzung kann anhand der dazugehörigen Präposition festgelegt werden. Er ist schlau. Die Prüfung gilt als schwierig. Die Szene wurde zu einem herzzerreißenden Spektakel. Die Angaben werden entsprechend ihrer Funktion unterteilt in lokal, temporal, kausal, konditional, final, adversativ und die Negationsangabe. Schauen wir uns als Beispiel den folgenden Satz an. Die kleine Katze kletterte nachts auf die Mauer. Das Zentrum des Satzes ist das Verb klettert auf. Nach Durchführung der Proben ergeben sich folgende Ergänzungen und Angaben. Nachts, Angabe. Die kleine Katze, obligatorische Ergänzung. Auf die Mauer, obligatorische Ergänzung. Nachts bestimmt den Zeitpunkt der Handlung näher und ist somit eine temporale Angabe. Die kleine Katze ist die Nominativergänzung des Satzes. Auf die Mauer hat die Präposition auf integriert und ist somit eine Präpositionalergänzung mit einer festen Präposition, da das Verb klettern ausschließlich mit dieser Präposition vorkommt.